Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Book of Unwritten Tales. So, wir haben uns beim letzten Mal hier im Gasthaus schon ausgiebig umgesehen. Warte mal, ich muss mal gucken, was habe ich denn... Ach ja, ich hatte das kleine Glas gesammelt für den Trank, was immer das auch war. Den abgenutzten Pin. Ein kleines Glas mit einer Markierung bei 2 Zentiliter. Ja, ich habe dummerweise schon vergessen, was das, welche Zutaten da gebraucht werden. Okay, gut, So, wir wollten uns eigentlich, halt, den mache ich mal zu, mit ihm hier unterhalten, der Reporter. Guten Tag. Na? Entschuldigung. Ah, Wetterquarz, oder? Na nu? Sie kennen mich? Ja. Die Ratsvorsitzende hat mich gebeten, mal ein wenig in deiner Vergangenheit zu schnüffeln. Dreckige Wäsche finden. Nichts. Der Magierumhang ist ja auch noch ganz neu. Ich habe ihn bekommen, als ich Professor wurde. Gefällt er Ihnen? Sehr schön. Warum störst du mich beim Trinken? Auch nur so. Ich habe ein paar Fragen. Habe ich? Ein paar gleich. Eieieiei, okay, gut. Das hat mir was von... das hat mir was von zur Rede stellen, ne? Oben an der Lostrommel, genau, Herausgeber. Ja, okay. Ich habe sie oben gesehen. An der Lostrommel. Ratsvorsitzende van Buren war auch da. Yep. Keine meiner Sternstunden. Na nu? Lasse mir von einer Politikerin sagen, was ich über sie schreiben soll. Ja, okay. Warum tun sie es dann? Integrität kann man nicht trinken. Oh. Außerdem ist es großartig, die Meinung so vieler beeinflussen zu können. Was ich schreibe, ist am nächsten Tag Thema, weißt du? Okay. So. Ja, in der Tat. Sie trinken wieder aus demselben Glas. Was? Ich finde, Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Nein? Warum sollte ich das nicht sein? Ich habe immer eine Handbreit Schnaps im Bauch und habe noch nie so viel Gold gemacht wie dieses Jahr. Oh. Ich habe es für Weiber, Alkohol und schnelle Pferde ausgegeben. Und den Rest habe ich einfach verbrasst. Ich muss einfach glücklich sein. Sein Glas müsste tatsächlich bald leer sein. Sie sind der Herausgeber des Ausgucks, oder Herr... Fuchs. Archibald Fuchs. Na. Sie heißen wirklich Fuchs? Was dagegen? Nö. Ist das nicht, naja, etwas unkreativ? Sie sind ein Fuchs? Sie heißen Fuchs? So ist es nun mal. Das ginge auch subtiler. Heutzutage ist jeder ein Kritiker. Und schon wieder. An was schreiben Sie denn gerade? Worum geht's ja eigentlich bei der, also wirklich bei dieser Lostrommelgeschichte? An was schreiben Sie gerade? Einem Artikel für die morgige Ausgabe. Hausdrachenangriffe nehmen zu. Kleinkind attackiert. Wie klingt das? Das ist ja schrecklich. Geht es dem Kind gut? Keine Sorge. Das Kind gibt es ebenso wenig wie ein Problem mit Hausdrachen. Aber warum schreiben Sie dann darüber? Ist das nicht offensichtlich? Der Erzmagier tut einfach nicht genug gegen dieses Hausdrachenproblem. Aber ich dachte, das gibt es nicht. Die Ratsvorsitzende hat sich des Themas nun angenommen und hat endlich ein Gesetz erlassen, das die Hausdrachenhaltung streng reglementiert. Alle gewinnen. Meine Zeitung, weil sie als erstes über dieses dringende Problem berichtet hat. Die Ratsvorsitzende, weil sie schnell und entschlossen gehandelt hat. Die Bürger, weil sie sich nun endlich nicht mehr wegen der Hausdrachen sorgen müssen. Machst du dir Sorgen wegen der Hausdrachen? Nein. Siehst du? Alles dank Frau van Buren. Nee, okay. Ja, fantastisch. Mir ist aufgefallen, dass Sie immer wieder aus demselben Glas trinken. Und? Sollte das Glas nicht irgendwann leer sein? Ist ein magisches Glas. Hat Slov sich ausgedacht. Er wollte mir nicht ständig neue Gläser bringen, ich nicht auf den nächsten Drink warten. Also hat er das Glas magisch mit einem der Fässer hinter der Theke verbunden. Eine Win-Win-Situation. Ui. Können wir das Glas austauschen?
Weil, brauchten wir nicht irgendeinen Alkohol? Ich weiß nicht mehr welchen, aber naja. Ich glaube, ich habe eine Geschichte für Sie. Eine echte Geschichte. Ja? Jetzt gerade verhandeln der Hauptmann der Stadtwache und ein stadtbekannter Händler über Bestechungsgelder. Was sagen Sie dazu? Bin schockiert. Oh. Nein, ganz ernsthaft. Jorge schmuggelt Alkohol in die Unterstadt und umgeht den Zoll. Herr Schildträger weiß davon und will sich bestechen lassen. Wilbur, weißt du... Herr Fuchs, Sie sind doch Reporter. Es ist Ihre Aufgabe, solche Vorgänge aufzudecken. Wissen Sie, warum Sie sich so mies fühlen? Weil Sie ein Spürhund sind. Fuchs, weil Sie ein Spürfuchs sind. Sie wollen sich nicht nur Geschichten ausdenken und sich Propaganda diktieren lassen. Sie wollen ermitteln. Sie wollen aufdecken. Sie wollen entlarven. Also schön. Komm mit und schau dir an, wie dieser alte Fuchs die Dinge regelt. Super. Es gibt nur noch ein Problem. Die beiden sind in der Oberstadt und das Tor ist zu. Ich bin Reporter. Ich habe überall Zugang. Ja, wow. Das ist nicht mal eine Ansprache, huh? Wenn das mal nicht Motivation war. Mensch. Das ist doch Blödsinn. Würde ich dir ein Goldstück pro Fass abgeben, würde ich bei 3 Goldstücken Kosten nur noch 6 Goldstücke Gewinn machen. Da könnte ich auch gleich Steuern zahlen. Ich will meinen Anteil. Ohne meinen Anteil läuft hier gar nichts. Guten Abend, meine Herren. Und jetzt auch noch der. Was muss ich vernehmen? Werden in dieser Stadt etwa Wucherpreise für Alkohol verlangt? Und wird dieser Alkohol am Zoll vorbei in die Unterstadt geschmuggelt? Ich war gerade dabei, die Vorgänge aufzuklären. Was willst du, Fuchs? Troll dich, wir haben hier Geschäfte zu machen. Deswegen bin ich hier. Ich möchte meinem jungen Freund dort zeigen, wie in dieser Stadt Geschäfte gemacht werden. Genau. Immerhin gibt es Gesetze. Richtig. Laut Gesetz müsste Jorge auf viel Geld verzichten. Schildträger wäre job- und einflusslos und ich müsste mir über die Alkoholzufuhr Sorgen machen. Was schlägst du stattdessen vor? Ich bekomme meinen Alkohol künftig zu normalen Preisen. Kein Wucher mehr für den alten Fuchs. Jorge, du benutzt weiter den Kran und sparst dir den Zoll. Ein Teil der Ersparnis steht unserem tüchtigen Hauptmann Schildträger hier zu. Ich spare Gold. Du verdienst weiterhin mehr, als dir zusteht, und Schildträger macht eine Kleinigkeit nebenher. Alle gewinnen. Wie klingt das? Aber... klingt fair für mich. Ja, gut. Dann ist das abgemacht. Komm, Schildträger, es gibt was zu feiern. Dem kleinen Wilbur hier war sofort klar, dass die Situation unhaltbar war. Ein Geschäft, bei dem du bisher verdient hast und plötzlich leer ausgehen solltest, unmöglich. Danke, Winterquarz. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Hier. Damit kommst du jederzeit von der Unterstadt in die Oberstadt. Hast ihn dir verdient. Das hier ist die Welt, die ich mit aufgebaut habe. Anstatt sie zum Einsturz zu bringen, bin ich eine ihrer Säulen geworden. Das ist der Grund, warum ich nicht glücklich bin. Tja, und jetzt? Okay, wir sind wieder in der Oberstadt. Es kam auch die heroische Musik, das heißt, wir haben alles geschafft, alles richtig gemacht, dass sie es Schlüssel zur Oberstadt. Okay, gut, wir können uns tatsächlich frei bewegen. Das ist schön. Die Frage ist nur, was machen wir denn jetzt als nächstes? Also, wir haben zwei Hauptaufgaben. Wir sollen den Troll zusammenstellen und wir brauchen, wenn ich mich doch erinnern würde, was das andere war. War das nicht auf dieser Tafel hier? Benutze. Was kann ich für Sie tun? Der Körper des Golems. Ach so, für die Tinte, genau. Ja, richtig, die Zutaten für die magische Tinte brauchen wir. Okay, alles klar. Tja, können wir vielleicht bei ihm was bekommen? Ich frage dich später vielleicht nochmal was. Und ich werde vielleicht antworten. Vielen Dank. Gut, also, na schön, das hier erstmal zu und hör mal, bist du sauer, so, dass wir dich verraten haben? Hallo, Jorge. Na? Wilbur. Okay, dann wirst du jetzt also weiter
einfach wie viel Drölf ist. Ja, stimmt, das kam da auch drin vor. Okay, also. Du kannst nun also weiterhin unbehelligt deinen Alkohol schmuggeln? Dank dir. Es war ein Fehler, Schildträger seinen üblichen Anteil vorzuenthalten. Eine Hand wäscht die andere und am Ende haben alle mehr Gold in der Tasche. Das System funktioniert. Ja, okay, gut. Ja, da könnte man jetzt bestimmt eine große Nummer draus machen, aber nehmen wir es einfach mal so hin, okay? Du kennst dich doch gut mit Zahlen und mit Maßeinheiten aus. Das will ich meinen. Oh. Kannst du mir sagen, wie viel Drölf ist? Drölf ist eine verloren gegangene Zahl zwischen 12 und 13. Früher wurde genauer gezählt, deswegen gab es einige Extrazahlen, zum Beispiel 12 und eben 12. Aber ich muss exakt 12 Tropfen Drachenschweiß in eine Mixtur geben. Ach, exakt 12. Das ist natürlich etwas anderes. Das schreiben Magier immer, wenn sie selbst nicht so genau wissen, wie viel sie von etwas brauchen. Sie wollen es nicht zugeben und es klingt klüger, wenn sie exakt 12 sagen, statt kommt nicht so drauf an. Als Magier solltest du das aber eigentlich wissen. Jetzt weiß ich es. So, hast du Krokodils? Ach, wie schön. Ja, das wäre natürlich cool. Verkaufst du Krokodilstränen? Wann welche bestellen? Sind in 3 Tagen da. Das ist zu spät. Ohoho, der feine Herr will wohl kostenlose Übernachtlieferung, was? Das wäre super. Verkaufst du... Was? Wieso ist das jetzt nochmal drin? Ich frag's nochmal. Verkaufst du Krokodilstränen? Wann welche bestellen? Sind in 3 Tagen da. Das ist zu spät. Ohoho, der feine Herr will wohl... Derselbe Text. Okay, da können wir wohl noch Einfluss drauf nehmen. Kann man bei dir Drachenschweiß kaufen? Drachenschweiß? Das ist sehr teuer. Das habe ich befürchtet. Aber ich brauche ihn dringend. Ich meine, ich gebe dir die Hälfte meines Königreichs und meine schönste Tochter teuer. Das kannst selbst du dir nicht leisten. Schade. Okay, ich muss mal weiter. Ich muss weiter, Jorge. Bis dann. Bis dann. Da muss ich mir echt was einfallen lassen, meine Güte. So, ich würde, warte mal, was machen wir denn jetzt? Doch, wir gehen mal runter, weil ich würde gerne mit diesem Häftling da sprechen. So, hallo. Na? Hallo? X? X. Psst, psst. Was ist? Willst du einen Weg kaufen? Die Jacke hängt immer noch im Gasthaus, genau. Zloff, der Wirt aus dem Gasthaus, hat erzählt, du bist verhaftet worden, weil du dich nicht von Herrn Schildträger durchsuchen lassen wolltest. Warum sollte ich auch? Ich habe nichts verbrochen. Er brauchte nur einen Vorwand, um mich einzusperren. Er wusste, dass ich zu den Protestlern gehöre. Das war Grund genug. Okay, genau. Handzeichen. Wenn du zu den Protestlern gehörst, musst du doch ihr geheimes Handzeichen kennen, oder? Klar! Kannst du es mir zeigen? Damit du es ihnen verraten kannst? Nein, ich brauche es und ich bin einer von euch. Dann müsstest du das Zeichen doch selber kennen. Tue ich ja auch. Ja, dann mach das geheime Zeichen. Okay, Stinkefinger. Kann Lust, du zuerst, später vielleicht. Boah, ich fürchte, dass alles nicht zum Ergebnis führen wird, ne? Was muss ich machen, damit ich da herankomme? Kein Problem, aber du zuerst. Was soll das heißen? Ich weiß nicht, ob du zu uns gehörst. Außerdem, du sitzt schon ziemlich lange im Gefängnis. Vielleicht hat man dich einer Gehirnwäsche unterzogen. In Ordnung. Was? Jetzt du. Oh nein. Okay, du bist einer von uns. Echt? Echt? Das hat er wirklich gemacht? Muss ich mir das merken? Ich hoffe, ich habe es mir nämlich nicht gemerkt. An der Barrikade war von einem Kuchen die Rede. Ja, tolle Leistung. Und wieso? Ich wollte eine Feile, um mich befreien zu können. Ja, die Feile ist da drin. Was haben die Genies mir geschickt? Einen Meißel. Oh. Der Gedanke zählt.
Hätten Sie auch noch einen Hammer im Kuchen versteckt, vielleicht. Darüber wird bei der nächsten Gruppensitzung zu sprechen sein. Okay, alles klar. Kann ich den Meißel haben? Ich besorge dir auch eine Feile. Ich bräuchte den Meißel. Kannst du ihn mir leihen? Wofür brauchst du ihn? Nein. Ich will dir bei der Flucht helfen, genau. Vielleicht könnte ich dir damit bei deiner Flucht helfen. Klingt nicht schlecht. Aber wie wäre es, wenn du erst einen Plan hättest und ich dir dann den Meißel gebe? Okay, gut. Ja, okay, schade, er hat das durchschaut. Ich muss weiter. Tja, dann, ich muss weiter. Pass auf dich auf, Alter. Jo, läuft. So, dann lass mal gucken. Okay, alles klar, sprechen. Nein, alles cool. Er hätte irgendwas in den Händen. Brauchen wir aber noch nicht. So, ich gehe mal an die Barrikade. Vielleicht können wir mit dem Handzeichen jetzt an die, an den Ton. Dann hätten wir wenigstens einen Dings da schon mal abgehakt für den Golem. Hallo? Tach. No? Ja? Hi. Ich bin's wieder. Mach die geheimen Zeichen. Natürlich. Also schön. Oh nein, ich sagte euch, ich hätte aufpassen müssen. Mist. Das hier. Dann war es, glaube ich, das da. Nee, oder was das? Ach, shit. Ich hätte aufpassen müssen. Oh nein. Und danach. Das da. Das war nicht richtig. Ja, sage ich doch. Ich weiß. Ich wollte dich nur testen. Du hast bestanden. Bis später. Okay, ich hab's geahnt. Ja. So, weg. Mist, das war's noch nicht. Nee, okay, alles klar. So, zeig mir nochmal die Zeichen, bitte. Und wie genau soll mir der Stadtschlüssel jetzt weiterhelfen? Ich sehe kein Schlüsselloch. Was? Cool. Oh Mann, okay. Ja, schon gut. So, also gehe ich nochmal zu ihm. Zeig mir nochmal die Zeichen, bitte. Sorry, das habe ich mir echt nicht gemerkt. So. Hallo? X? X? Hallo? Psst. Was? Was ist? Zeig mir nochmal die Zeichen, bitte. Bist du es wirklich, X? Klar! Mach das Zeichen. Okay, also, eins, drei. Okay, alles in Ordnung. Ich muss es nochmal sehen. Nochmal mit dem Zeichen, bitte. Bist du es wirklich, X? Klar! Klar! Mach das Zeichen. Okay. Okay, alles in Ordnung. Ich hoffe, ich hab's jetzt. Tja, dann, ich muss weiter. Pass auf dich auf, Alter. Jo, danke sehr. Geh in die Unterstadt, jawohl. Geh noch mehr in die Unterstadt. So. Ich hoffe, ich hab das jetzt. Hallo? Ja? Ich bin's wieder. Hi. Mach die geheimen Zeichen. Natürlich, sehr gut. Also schön. So, also. Das zum Schluss. Das am Anfang. Mist, hier, das erste und hier das dritte sehen ähnlich aus. Ich glaube, das hier ist das dritte, dann ist das hier das erste. Dann das hier das zweite. Und das hier das dritte. Korrekt. Ach, ich schätze, gut. Du bist tatsächlich einer von uns. Gut. Habe ich doch gesagt. Mhm. Hier, nimm die. Die kannst du in der Oberstadt aufhängen. Sehr cool. Plakate? Eigentlich geht es mir um den Ton. Ja, ja. Hier hast du auch etwas Ton. Ah, sehr gut. Was? Das wird er. So, und dann noch dieses Loch. Das wird für eventuelle Giftgasangriffe reichen. Der Rest des Tons ist für den Golemkopf. Okay, gut.
Jetzt habe ich aber, ja, ich habe einen Ton. So, verschiedene Plakate der Protestler. Auf einigen prangern sie die Politik der Ratsvorsitzenden an. Sagen, sie vertrete nur die Interessen der Reichen und Mächtigen. Ich schätze, wenn man gegen alles und jeden protestiert, landet man ab und zu auch mal einen Treffer. Ja, schon möglich. Ja, scheint ein bisschen wahllos, ne? Okay, was machen wir denn jetzt mit Jinto? Also schön, wie soll mein Golem aussehen? Ach so. Das können wir auch noch festlegen. Ehrlich? Okay, na gut. Ja. Ja. Na gut, nee, ich bleib dabei. Nein. Nö. Oh. Nee, ich hätte gerne den da. So. Kann ich mir das wirklich aussuchen? Ja, genau so gefällt er mir. Also los. Die Augen? Ja. Die Nase? Die ist knifflig. Und natürlich die Mundöffnung nicht vergessen. Das ist es. Perfekt. Oh. Sollte es dem Direktor und der Ratsvorsitzenden gelingen, mich aus der Schule zu werfen, werde ich Töpfer oder Golemkopfgestalter. Ja, das war genau das, was wir vorher ausgeguckt haben. Okay, gut, meinetwegen. So, die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Wir sind vorhin in die Oberstadt gekommen. Hallo, gehe ich mal darauf. So, wir sind in die Oberstadt gekommen. Das heißt, wir werden da sicherlich irgendwas machen können, ne? Zeig mal, was haben wir hier? Hier haben wir eigentlich nichts. Müsste ich von dir noch irgendwas wissen? Herr Schildträger? Moin. Der gähnt aber und macht Lärm. Herr Professor? Ja, ich bin's wirklich. Was hat es mit der Statue da auf sich? Das ist der Schwarze Ritter. Er dient als Inspiration für junge Soldaten der Stadtwache. Er soll sie motivieren, tapfer bis zum letzten Tropfen Blut zu kämpfen. Wer war er? Das weiß niemand. Als man ihn fand, war er schrecklich zugerichtet. Aber er hatte immer noch die Kampfeslust in den Augen. Oh. Okay, ich finde es ein Skandal. Ja, ich weiß ja nicht, aber okay. Finden Sie es eigentlich richtig, dass Sie sich als Hauptmann der Stadtwache von einem Schmuggler bestechen lassen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Von Ihrem Deal mit Jorge. Er bezahlt Sie, damit Sie nicht hinsehen, wenn er seinen Alkohol am Zoll vorbeischmuggelt. Nach meinen Informationen bezahlen die ehrenwerten Händler dieser Stadt jederzeit den Zoll, der der Stadt zusteht. Aber anderslautenden Hinweisen geht die Stadtwache selbstverständlich entschlossen nach. Wir stehen für brutalst mögliche Aufklärung bei Bestechungsdelikten. Das war schon immer unsere Devise. Na toll. Ich muss weiter. Jo. Ja, ja. Okay. Gut, okay. Ach, hier, guck mal. Form eines, was ist das, Zebra, Lama? Okay, so, hallo. Was wie es aussieht, ist Jorges Lieferung endlich angekommen. Ach, ach was. Dann sprich mal mit ihm. Hallo, Jorge. Tag. Wilbur. Na? So, Krokodilstränen. Verkaufst du Krokodilstränen? Wann welche bestellen? Sind in 3 Tagen da. Was? Das ist zu spät. Was ist denn in der Kiste? Oh, ja. Was ist denn in der Kiste? Kann man bei dir Drachen... Drachenschweiß? Das habe ich befürchtet. Ich meine... Okay. Ich muss weiter, Jorge. Bis dann. Was ist denn... Bis dann. Was ist denn in der Kiste? Na los, lass mich ran. Ich will es wissen. Betrachte. Ob sich diese Kiste bewegen soll? Ich habe von Truhen gehört, die sich auf hunderten Beinchen fortbewegen. Aber das sieht wie eine ganz normale Transportkiste aus. Intelligentes Birnbaum und so. Hey, was machst du da? Diese Kiste bewegt sich. Das ist schon in Ordnung. Das ist... Ja? Halt ihn auf! Stopp! Hier geblieben! So eine Unverschämtheit! Na warte. Auf euer Gold könnt ihr lange warten. Was war das? Verrückt. Das sieht nach einem Nachttopf aus, ne? Okay, gut, den muss ich natürlich hinterher, ist ja klar, ne? So, wo ist er? Oh, wir kommen jetzt gar nicht mehr über die Zwischenstation. Hast du hier...
Hast du hier einen Topf? Das sieht, nee, warte. Ich wüsste nicht. Ja, genau. Wir müssen auch raus. Das ist völlig in Ordnung. Denn der ist ja hier runtergefallen. Wo ist der hin? Hier scheint er nicht zu sein, ne? Hier scheint er nicht zu sein. Wo ist er? Okay, also runtergefallen sein müsste er ja hier. So grob. Aber er scheint hier nicht so angekommen zu sein. Warum ist der Ton jetzt so komisch? Aber Jorga hat sich diesen Platz hier gesichert. Nur hier kann er die Waren direkt per Kran aus der Oberstadt anliefern. Wo ist der hin? Okay. Das macht mich jetzt ein bisschen kirre. Wo ist der Topf hin? Hier ist er auch nicht. Okay, ist wohl nicht nötig. Na schön. Noch nicht. Mal sehen. Hinauf zum Tor. So, Rinder. Okay, erzähl mal, was war denn da, was war das? Hallo, Jorge. Wilbur. Dieses Ding da aus der Kiste. Was ist das? Ein verfluchter Betrug ist es. Die kriegen nicht ein Kupferstück von mir. Mir so ein wild gewordenes Biest zu liefern. Ja, aber was genau ist es? Ein Pisspot. Klang wie eine gute Idee. Wir statten Pisspötte mit Beinen aus. Dann müssen sie nie wieder selber laufen, um sie zu entleeren. Aber zum Teufel, warum geben sie dem Pott Beine, mit denen er flitschen kann wie ein brennendes Wildschwein? Ja, okay. Tja, zu schade. Weg ist er. Ich muss weiter, Jorge. Bis dann. Vielleicht bis dann. Ciao. Vielleicht sollten wir denen auch gar nicht finden. Aber hier war noch irgendwas in der Kiste, nicht wahr? Durchsuche die Kiste. Ist da noch was? Da liegt ein Zettel in der Kiste. Ach, sag bloß. Lieferschein, bessere Welt, Eisenwerke. Einmal Pisspot, Modell sorglos. 4 Goldstücke. Bessere Welt, Eisenwerke. Nie davon gehört. Nach dem Krieg wurden viele neue Firmen gegründet. Klar, die meisten Traditionsbetriebe gibt es nicht mehr. Okay, das wandert ins Inventar. Warum? Ein Lieferschein der Firma Bessere Welt. Okay, aber mehr scheint es da im Moment noch nicht zu geben. Na schön. Gut, ja, dann. Ach, hier, guck mal, betritt die Schule. Ja, das wüsste ich jetzt nicht. Den Magierturm oder die Schule? Magierturm, da können wir gar nicht reingehen. Also gehen wir in die Schule. So. Oh, warte mal, der Troll ist weg, ne? Der Troll ist weg. Betrachte Wischmopp und Eimer. Der Troll hat alles stehen und liegen gelassen und einfach Feierabend gemacht. Vielleicht sollte ich das bei der nächsten Mitarbeiterversammlung einmal ansprechen. Ich befürchte fast, er hat gekündigt. Der Eimer ist mit einer Art Schleim gefüllt. Halb Wasser, halb Trollspucke, möchte ich wetten. Kein Wunder, dass der Boden nicht sauber ist, dafür aber höllisch klebt. Jerks. Trollspucke, okay. Das hat er jetzt eingekrankt. Okay. Bischmer mit Trollspucke. Nee. Kannst du irgendwas davon abfüllen? Nee, kannst du nicht. Ah, na gut, war so eine Idee. Eingang zur Bibliothek? Nee, ich glaube eher, wir sollten ja hier mal gucken. Kommen wir da rein? Remy hat durchblicken lassen, dass ich mich da drin einmal umsehen soll. Etwas stimmt mit Direktor Bloch nicht. Das ist klar. Richtig. Allerdings ist die Tür bestimmt verriegelt. Ob ich sie knacken kann? Die sieht aus wie... Naja, die ist lebendig. Die Türgriffe sehen fast wie Ohren aus. Da war entweder der Zufall am Werk oder ein alberner Schlosser. Hey, das habe ich gehört. Du kannst sprechen? Und hören. Wen nennst du hier albern, Okay, warum muss alles... genau. Du kannst hören und sprechen? Allerdings. Warum? Ich meine, warum muss alles in dieser Welt lebendig sein? Wie sollte ich den Zugangscode hören, wenn ich keine Ohren hätte? Und wie könnte ich Ihnen sagen, dass der Code falsch ist, wenn ich keinen Mund hätte? Da ist was dran. Ach nee.
Oh nein, nicht schon wieder ein Code. Ich bin Lehrer an dieser Schule und möchte gerne ins Lehrerzimmer. Wie lautet der Code? Ich habe manchmal das Gefühl, dass mir ständig Probleme in den Weg gelegt werden. Aber echt? Das nennt sich das Leben. Nein, ich meine das ganz wörtlich. Irgendjemand denkt sich Probleme aus, die ich dann lösen muss. Anders ist das alles hier doch nicht mehr zu erklären. Ich kenne den Code nicht. Ich glaube, ich kenne den Code nicht. Ohne Code kein Zugang. Na toll. Vermutlich hat Direktor Bloch nur vergessen, ihn mir zu sagen. Ohne Code kein Zugang. Mist. Irgendwie muss ich an diesen Code kommen. Tja, wir könnten ihn fragen. Ich kann noch mal den Code sagen? Ich glaube, ich kenne den Code nicht. Ohne Code kein Zugang. Vermutlich hat Direktor... Ohne Code... Der wird doch nicht müde. Ja. Okay, warum kann ich das immer wiederholen? Ich muss weiter. Ich muss weiter. Ich habe noch etwas unten in der Stadt zu erledigen. Mir egal, ich bin nur eine Tür. Natürlich. Okay, cool. Also, dann ist... Was ist hiermit? Ist das der Code? Nein, das ist natürlich nicht der Code. Gut, wir könnten uns beim nächsten Mal nochmal in der Bibliothek oder hier im Klassenzimmer umsehen. Vielleicht finden wir hier irgendwelche Zutaten, die wir für den Troll brauchen. Das würde ich sogar für sehr wahrscheinlich halten. Okay, also, das machen wir erst beim nächsten Mal. Und bis dahin, guck mal in die Kamera, sag mal den Leuten Tag und wink ruhig mal. Na ja, gut. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Tschüss.